Moin Leute, was geht? Willkommen zu meinen Reactions zum WWE Superstar Shake-Up. Und, falls ihr jetzt wundert, warum kommt das Video am Mittwoch? Ganz einfach, der findet ja bei Raw und SmackDown statt. Und ich werde halt nur die Shake-Up-Segmente in dieser Reaction hier halt zusammenschneiden. Weil das halt darum geht, das ist halt keine Raw-Reaction, keine SmackDown-Reaction. Also das ist eine Shake-Up-Reaction. Aber sollte jetzt natürlich bei Raw oder SmackDown irgendwas Krasses passieren, stelle ich das dann natürlich auch rein. Aber, ja, es wird hauptsächlich mit dieser Reaction hier einfach nur aus den Shake-Up-Segmenten bestehen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Und ich werde jetzt die Show genießen. John Cena? Hä? Wo kommt jetzt der Mist raus? Es ist der Mist. Okay, es ist der Mist. The Mist ist bei Monday Night Raw. Ich fahr vielleicht auch nicht rein. Alter. Okay. Kranker Schwindel, wurde ich auch schon Apollo Crews gedraftet. Bevor überhaupt die Raw-Show begann, haben die das ja bekannt gegeben. Und der ist jetzt auch bei Raw. Okay. Tja. Das kam unerwartet. Oh, wie er ihn schon wieder nachmacht. Alter, das ist so göttlich wieder von Simmons. Dean Ambrose? What? Ich blicke hier gerade gar nicht durch. Sind die jetzt schon da? Also bei Raw? Oder können einfach alle möglichen Superstars gerade in allen Shows hier auftreten? Ich blicke das gerade voll gar nicht. Falls ihr euch übrigens denkt, dass meine Frisur so aussieht, als wäre ich gerade aus dem Bett gefallen. Ich bin gerade aus dem Bett gefallen. Er tut nicht ernsthaft so, als wenn er sie nicht erkennen würde. Das ist aber so göttlich. Ich finde die dunklen Haare stehen Maryse irgendwie besser. Komm, Dirty Deeds einfach so. Jawohl! Boah, war das geil. Warte mal, heißt das, dass Kevin Owens als US-Champion dann bei SmackDown jetzt ist? Also das Anfangssegment hier gerade war großartig. Oh! Wunderbar! Alter, das war so krass gerade. Alter! Das war so out of nowhere. Kranker Shit, Alter. Is not on the Neville level. Neville level. Kurt Hawkins? Ach, das ist eine Open Challenge, da kommt Nakamura oder was? Jetzt kommt irgendwas Cooles, bestimmt. Big Show. Ja, was auch lustig gewesen wäre, wenn er jetzt, er hat gerade Party gesagt, wenn dann einfach mal Adam Rose gekommen wäre mit dem, mit den Rosebuds, ey. War das gerade ein Cerro Miedo von Jay Perkins? Sah so aus. TJ Perkins turned heel. Damn. Das hat irgendwie so gar nicht zu diesem Nerd-Charakter gepasst. Aber kann ganz interessant werden. Moment mal, Ambrose, Reigns und Rollins sind jetzt alle bei Raw, fällt mir gerade mal auf. Das heißt, alter Mann, Shield Reunion. Okay, gut, das passt jetzt gerade im Moment irgendwie nicht ganz so. Dann bräuchten die auch drei Gegner. Wobei, vielleicht hat es geklappt. Ambrose gegen Owens ist auch irgendwie so ein, ähnlich wie Zayn gegen Owens, so ein Fate Forever Ding, ey. Gibt es jetzt Charlotte gegen Nia Jax oder Charlotte gegen eine ehemalige SmackDown-Frau? Hm. Okay, gegen Nia Jax. Das ist schon wieder irgendwas in der Crowd. Die ist abgelenkt. Bitte nicht schon wieder ein Wasserball. Das wäre jetzt echt zu viel, das Guten. Jetzt ein drittes Mal in Folge. Ich sehe auf jeden Fall keinen Wasserball. Das ist schon mal gut. Okay, und jetzt ist die Crowd auch eigentlich größtenteils wieder beim Match. Was übrigens sau langweilig ist. Natural Selection? Oh, aber recht früh bei 2 kommt sie ja schon raus. Aber die Quote ist überhaupt nicht dabei. Das sieht das Match runter.
Boah, sie hat Nia Jax richtig eklig getroffen. Mit dem Fuß irgendwie. Das ist nicht ganz glatt verlaufen. Okay, Nia Jax hat eben mal Charlotte besiegt. Und Nia Jax den Karma, das wäre mal eine geile Fehde. Alter, der Vorhang hat gesessen. LOL. Bray Wyatt bei Raw. Gegen Finn Bella. Gegen Demon Bella. This is my new home now. Damn. Oh nein, das Wyatt muss mal wieder verlieren. Geil. Das war richtig geil. Also Wyatt ist jetzt bei Monday Night Raw, aber wird es doch bei einem Spectrum Pay-Per-View gegen Orton in diesem House of Horrors Match da kämpfen, oder wird das jetzt verstanden? Bin gespannt, wie das so weitergeht, ja. Das heißt dann, wo das Styles bei SmackDown bleibt, weil das sind jetzt schon ein paar krasse Stars, die jetzt bei Raw sind. Oh, Kalisto ist jetzt auch bei Raw. Wieder bei Sin Cara. Das ist auch gut, dass Kalisto jetzt auch bei der Cruiserweight Division mitmischen kann. Oh, Rhino und Heath Slater auch. Bisschen was bei der Tag Team Division hier auch. Am Abshaken. Da kommt The Miz noch einmal raus. Achso, ja, genau, der kämpft jetzt gegen Sami Zayn. Hahaha, geil. Ich liebe es, wenn er das tut. Und The Miz gewinnt durch einen Heel-Move. Doch nicht! Einroller. Jawohl. Ich kann mir gut vorstellen, dass man das jetzt die nächsten Wochen so weiterbringt. Zayn will irgendwas von Angle. Dann kommt er mal dazwischen, es gibt ein Match und Zayn gewinnt irgendwie. Und dann kriegt Zayn irgendwann eine Chance auf einen IC-Title oder so. Das ist sau interessant. Braun Strowman. Nice. War eh langweilig, das Interview. Hoho! Alter, über diesen komischen Kasten da drüber, ey. Thank you, Strowman Chance. Immer weiter drauf. Er ist schon tot und er schlägt immer noch drauf. Geil. Los, reiß ihn wieder raus. Oh, was? 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 Da kippt der ein fucking Auto um. Was? Da muss doch ein Trick bei gewesen sein. Alter. Was? Was? Junge, Junge. Kranker Shit. Und die Pops hier, die Hardys wieder bekommen. Geile Pyrotechnik hier wieder am Start. Ach, Elias Samson. Was will der jetzt hier? Wie kommt der jetzt? Alexa Bliss. Oh yes. Banks und Bliss, die mögen sich auch nicht unbedingt. Das ist ja auch bekannt. Die sollen sich sogar hassen, laut Gerüchten Backstage. Das ist wirklich interessant. Mickey James. Ist jetzt auch bei Raw? Lol. Denk mal, Charlotte wird dann zu SmackDown gehen. Und vielleicht... Ja, wer sonst so? Keine Ahnung. Owens will Dirty Deeds machen. Jetzt Dirty Deeds. Ambrose gewinnt. Und wahrscheinlich verträgt er so Owens zu SmackDown oder so. Also die WWE weiß dann auch, wie sie Owens schwach aussehen lassen. Also Owens, großartiger Champion, verliert direkt wieder.
Ich denke mal, jetzt wird Owen zu SmackDown gehen, muss er ja eh. Wenn Ambrose jetzt bei Raw ist, muss ja der andere Champ zu SmackDown gehen, ist ja logisch. Chris Jericho. Ach, die neuen LEDs sind doch kacke, ey. Die Frage ist, kommt Jericho mit zu SmackDown oder bleibt er bei Raw? Ist ja eh egal, weil Chris Jericho ein paar Wochen eh weg ist, aber würde das trotzdem gerne wissen. Codebreaker. Das war's dann mit den Reactions vom Raw-Teil des Shake-Ups und hier direkt rangeschnitten kommt der Smackdown-Teil. Sehen wir uns gleich. So Leute, was geht? Willkommen zum Smackdown-Teil der Superstar Shake-Ups. Und das Ganze kommt jetzt sehr, sehr spät, weil ich heute, also am Mittwoch haben wir heute, den ganzen Tag über in Hamburg war und jetzt erst dazu kommen, Smackdown zu gucken, weil hab halt gerade noch die zweite Hälfte vom Bayern-Real Madrid-Spiel geguckt. Und ja, wie ihr bemerkt habt, habe ich ein bisschen mehr reingeschnitten, als ich erst angekündigt hatte. Werde ich hier bei SmackDown wahrscheinlich auch machen. Aber mal gucken, was der Superstar Shake-Up jetzt hier bei SmackDown bringt. In Boston. Die Heimat von Sasha Banks. Ist das ein Teaser oder nicht? Kevin Owens! Jawohl! Kevin Owens ist damit im Team SmackDown. Alles andere wäre auch sinnlos. Jetzt nur Dean Ambrose als IC-Champion. Was hat der mit seinem Bart gemacht, Alter? Junge, Junge! Hat sich ja komplett rasiert. Aber macht ja auch Sinn. Weil zwei Mikrotitel bei der einen Show und die andere hat dann gar keinen. Das macht ja auch gar keinen Sinn eigentlich. Älter sieht der Junge aus jetzt. So mit komplett gestutztem Bart. Junge, das ist so ungewohnt, ihn so komplett mit fast gar keinem Bart zu sehen. Baron Corbin. Interessante Fehde. Jetzt der Ambrose weg, sein ehemaliger Fädengegner um den Midcard-Titel. Schau, das hat den nächsten Typen, der einen Midcard-Titel hat, und das ist jetzt wohl Owens. Yes! Sami Zayn ist auch bei SmackDown. Oh yes. Let's go! Sehr gut. Sehr gut gehört von KO. So aus dem Motto: Scheiße, Mann, der schon wieder. Die ganze Crowd cheert. Ja, die machen ja auch das. AJ Styles. Oh shit, Mann. Ach, geiles Segment schon. Oh, das heißt, Owens ist auch nicht safe bei SmackDown. Aber Jericho wird eh verlieren, weil der geht ja auf Tour. Aber Number One Contender Match kann er jetzt schön machen. Come on. Sehr gut. Das wird ein geiles Match. Okay, geil. Ich bin noch mehr gehyped auf die Show. Und der Main Event wird spitze. Und bis jetzt ist alles geil. Und darauf habe ich gar keinen Bock, weil die Tag Team Division einfach nur langweilig ist. Aber vielleicht kommt da ja eher ein Raw Team oder ein neues Team aus NXT. DIY vielleicht ja. Okay, und natürlich auch wahrscheinlich Sasha Banks und Charlotte von Raw rüber zu SmackDown. Auch wenn ich Sasha Banks eher noch bei Raw sehe, weil die Fehde mit Bayley müsste ja eigentlich noch kommen. Und Randy kommt jetzt. Ich bin ja gespannt, wird Wyatt jetzt auch noch bei SmackDown präsent sein, wenn ich es richtig verstanden habe, wird er jetzt bei Payback, also bei einem Raw Pay-Per-View, Orton den Titel gegen Wyatt aufs Spiel setzen, weil Wyatt jetzt bei Raw ist. Ist ja auch wahrscheinlich einfach nur so, weil Lesnar den Titel nicht verteidigen kann und sie halt ein World-Title-Match haben wollen. Eric Rowan? Okay, Rowan gegen Orton jetzt wohl. Und DDT. Also Rowan ist ja echt chancenlos bisher. Okay, Wyatt ist auch noch bei SmackDown am Start. Randy. Ja, es hat gesagt, das war lustig. Randy. Das wäre ich echt gespannt, wie wird das aufgebaut sein? Wird das in einem WWE-Ring sein oder wird das, keine Ahnung, irgendwie in einem Gartenschuppen irgendwie im Wald stattfinden oder so? So ähnlich wie halt bei TNA zwischen Jeff und Matt halt. Ach, ist Rowan jetzt weg, oder? Nö, hat sich die Treppe geholt.
Nimm mal ein Etwas, bringt der Junge hier zustande. So, Lucaba jetzt oder nix. Oder okay, from out of nowhere jetzt. Nö. Okay, hätte Orton jetzt auch ein RKO gezeigt, dann wäre Rowan Standing auch schon wieder direkt komplett am Arsch gewesen. Und seine Musik ist so schrecklich, ey. Genau wie die von Harper. Ich finde die beide so sowas von müllig, diese Theme-Songs, ey. Keine Ahnung, das wirkt irgendwie jetzt, wenn der freundliche Onkel Rowan von nebenan kommt, diese Musik. Harpers passt da schon noch eher, finde ich. Trotzdem beides einfach nur grausig. Och nö. Okay, hoffentlich debütiert er wenigstens ein cooles Raw-Team. Bei SmackDown oder ein NXT-Team. Dann wäre es ja okay. Das sah doch schon wieder alles aus. Wenn man dann mal die Tag-Teams zeigt, dann kriegen sie nicht mal einen vollen Entrance und das sind immerhin die Champions, ne? Lächerlich hoch 10 wäre jetzt, wenn sie jetzt hier direkt wieder die Titel verlieren. Das wäre dann der schlechteste Title-Run aller Zeiten, ey. American Alpha ist auch nicht wirklich overgekommen hier in der Zeit, wo sie jetzt schon bei SmackDown sind. American Alpha bei Raw hätte auch Potenzial gehabt zusammen mit Kurt Angle. Wobei bei SmackDown gibt es immer noch die Gerüchte, dass Shelton Benjamin halt kommt und wenn der dann Charlie Haas mitbringt, dann wäre es ja wieder The World Greatest Tag Team gegen American Alpha, das wäre auch geil. Oder wenn diese beiden Tag Teams sich darüber brawlen werden, würden jetzt irgendwie von wem Kurt Angle dann der Manager halt so wird. Aber es geht ja jetzt nicht, weil Kurt Angle ja gerade General Manager ist bei Raw. Also ich erwarte eigentlich schon fast New Day jetzt bei SmackDown, weil bei Raw, was sollen sie da groß machen? Haben sie gegen jeden schon gekämpft? Hatten die Titel und so ein Kram? Die sollten jetzt schon mal zu SmackDown gehen, da gibt es immerhin mehr Fäden für die jetzt noch. Oh! Das in der Form haben wir glaube ich auch noch nicht gesehen. Oh! Gewinnen wohl doch die Usos das Match. Jo! Usos verteidigen. Und mal gucken, welches Raw-Team jetzt hier rauskommen wird. It's a new day. Yes, it is. Wenn jetzt nichts kommt, bin ich schon irgendwie enttäuscht. Beziehungsweise ich wäre es. Die Shining Stars. Da habe ich mir schon irgendwie mehr erwartet als die Shining Stars, ne? Toll! Geiles Debüt! Super! Jetzt nehme ich euch gleich direkt viel ernster. Könnt ihr gleich eine Fehde mit Breezango jetzt mal anfangen? Wer ist relevanzloser? Delete Chance, jawohl, Mann! Delete, Alter! Kommt jetzt noch mal ein richtiges Tag Team? Das war's doch nicht etwa, oder? Och, komm schon, Alter! Das wird ja immer besser. Jinder Mahal ist jetzt bei SmackDown und kämpft gegen Mojo Rawley. Ja, das muss ich ja jetzt echt unbedingt sehen. Nein, ich will das nicht sehen. Na, ein bisschen Pops bekommt Mojo Rawley sogar. Halt positive Reaktionen sogar ein bisschen. Aber jetzt auch nichts Großes. In mir ist sein Gimmick irgendwie zu überdreht. Das Privatperson finde ich ihn lustig, da gibt es da ein paar geile Videos mit Alexa Bliss im Internet, aber so jetzt vom Gimmick her kann ich mir da, ihm da überhaupt nichts von abgewinnen, so keine Ahnung. Fällt ihn so gar nicht. Ach geil. Mojo Rawley und Jinder Mahal kriegen jetzt. Ach das, dieser Gronk-Chip schon wieder. Jinder Mahal und Mojo Rawley kriegen eine Entrance, aber die Tag Team Champions nicht. Geil. Ach so, ja, okay, gut, die Einsetzung macht sogar Sinn, halt wegen dem Kram bei der Battle Royale. Auch dass dieser Gronk-Typ da wieder am Ring setzt. Macht alles Sinn. Ist trotzdem ungefähr so spektakulär wie, keine Ahnung, eine Socke, die da links bei mir auf dem Boden liegt. Ja, war schon gut langweilig, das Match. Hätte ich eigentlich überspringen können. Aber man weiß ja nie, wann es irgendwie so ein Debüt gibt oder so jetzt bei dieser Shake-Up-Ausgabe, deswegen habe ich es mal gelassen mit dem Überspringen. Jawohl! Stimmt, die habe ich komplett vergessen. Geiler Troll, ey. Jawohl. Ja, aber haben sie den Jimmy Snuka nicht irgendwie den Hall of Fame-Status aberkannt oder so? Ja, aber finde ich geil, obwohl ich sie auch gerne gegen Nia Jax gesehen hätte.
Na, Tamina und Naomi, das könnte auch interessant sein. Jawoll. Geiler Troll einfach. Richtig geiler Troll. Geil wäre jetzt, wenn jetzt Banks auch noch kommt. Und dann Banks und Charlotte dasselbe mit dem SmackDown-Title machen, wie sie es mit dem Raw-Title gemacht haben. Immer hin und her schenken. Das wäre lustig. Aber wird nicht passieren. Das wäre auch nicht wirklich förderlich für den Titel. Ach, das war's dann mit dem Segment. Charlotte kann kurz mal rauskommen und da passiert nicht mehr. Okay. Aber finde ich ganz gut, dass Sasha Banks jetzt halt bei Raw geblieben ist, weil ich möchte halt sie unbedingt noch gegen Bayley und Alexa Bliss sehen. Finde ich deswegen super. Okay. Tauschen sie halt Kalisto und Sin Cara. Toll. Ach, Mann. Oh! Rusev. Das ist krass. Rusev kann bei SmackDown richtig aufgehen. In Englisch. Jetzt noch ganz alleine. Vielleicht wird er jetzt gepusht, gibt er die Gerüchte. Alter, seine Stimme, die ist so krass, finde ich. Ohne Scheiß. Geil. Wie deine Scheinwerfer auch kommt. Tan, oder? Nakamura. Einfach, da, einer von den beiden kommt jetzt raus, bestimmt. Oh Mann. Hi, Dillinger. Gibt aber nicht so viele Pops. Schade. Eine schöne Stimme hat er ja. Muss er mir auch mal lassen. Eine schöne Singstimme. Seine normale Sprechstimme ist schon mal echt episch, finde ich. Die ist schon fast Undertaker-Niveau, würde ich sogar sagen. Weil die finde ich richtig krass, seine Stimme. Jupp, das war's dann. Sehr gut. 10, 10, 10 und das Match ist vorbei. Triple 10. Lana? Okay, Lana wird dann wohl bald ihr In-Ring-Debüt geben und die Women's Division noch verstärken, wie man so hierauf schließen könnte. Passt ja auch, da Rusev jetzt auch bei SmackDown ist. Ich denke sogar, das ist der einzige Grund, weshalb Rusev jetzt zu SmackDown gekommen ist. Damit Lana da die Women's Division verstärken kann, je nachdem, was sie im Ring so drauf hat. Okay, Dolph Ziggler. Ich denke mal, er wird jetzt gegen Nakamura kämpfen, wäre schon mal ein Dark Match letzte Woche. Aber er trägt keine In-Ring-Sachen, oder? Jawoll! Das, wenn die genug Zeit und die Möglichkeiten bekommen, ein gutes Match auf die Beine zu stellen, stellen die beiden ein richtig geiles Match auf die Beine. Da kann man sich drauf verlassen. Denn beide sind awesome. Boah, die Crowd geht richtig intensiv mit. Ist ja schon NXT-Niveau hier. Sehr, sehr geil. Ich hoffe nur, dass das Glorious von Bobby Roode dann auch genauso durchsetzt, dass die Crowd das mitsingt im Main Roster. So, ich glaube, die jetzt einen Superkick geben. Nakamura weicht aus, kein Shaza. Haha, die Mimik von Nakamura. Okay, dadurch wäre schon mal eine göttliche Fehde gestartet. So, Main Event Zeit. Und der Main Event, der kann eigentlich gar nicht schlecht werden. Und ich denke mal, dass hier ein AJ Styles gewinnt. Oder Baron Corbin. Oder eigentlich hat Sami Zayn auch. Also alle haben sie ihre Berechtigung. Weil AJ Styles ist halt AJ Styles, ne? Und Sami Zayn, weil gegen Kevin Owens ist halt so die Fehde, die halt für immer weitergeht. Und Baron Corbin, weil der sich halt im Aufbau befindet. Und ja. Also jeder hat hier einen Grund zu gewinnen. Was war das denn gerade? Da war das Bild kurz weg. So, damit ist Corbin erstmal raus, würde ich sagen. Und jetzt können die beiden Technikfeuerwerk hinlegen. Kommt schon. Och man, so ein Einzelmatch zwischen den beiden, wo sie richtig viel zeigen. Das wäre so geil. Das wird kommen, ey, ohne Scheiß. Das muss einfach kommen. Denn Zayn wird bei SmackDown garantiert nicht so untergehen wie bei Raw. Wobei, ich kann es mir auch gut vorstellen, dass sie hier einfach Styles gewinnen und dann Zayn und Corbin erstmal eine schöne Fehde haben werden. Und dann wird Corbin der neue Strowman für Zayn. Baseball Slide in den Deep Six wäre auch geil. Gab das schon mal? Ich kann mich jetzt momentan nicht dran erinnern. Oh, jetzt komm. Oh ja, der Move, der jetzt kommt, den finde ich so geil.
Oh yes! Geil. Ich liebe es, ey. Diese Moonsault-Variation da. Ich weiß jetzt nicht, wie der spezielle Name dafür ist. Gibt's garantiert. Aber ich find's geil. Ushigoroshi. Aber jetzt auch locker. Alter, geile Close-Line. Locker eben auch falsch ausgesprochen. Wenn ich eben Ushigoroshi falsch ausgesprochen habe, berichtigt mich bitte in den Kommentatoren wahrscheinlich, ne? In den Kommentaren. Dann kann ich nämlich dazu lernen. Okay, was waren die da? Kommt Corbin noch? Ja, da kommt Corbin, okay. Ich dachte, das wird jetzt die gute alte Powerbomb-Suplex-Variation. Aber wird es doch nicht. Oder Phenomenal Vorarm von Styles gegen Zayn oder Corbin. Ey, das war cool, der Einroller. Alter, das war ein geiler Spot. Moment mal, blutet da jemand? Der Referee trägt Handschuhe. Wer blutet da? Deep Six. Alter, ey. Und AJ ist da. Ist es AJ, der blutet? Bei ihm sehe ich auch nichts. Warum trägt der Ref jetzt Handschuhe? Okay, das ist dann wohl die Endphase gerade von dem Match. Und dieser Clothesline-Spot, der gefällt mir jetzt auch schon gut. Dieser Clothesline-Train da. Pillekick! Alter, die Endphase ist richtig geil. Oder? Jetzt macht Corbin Zayn weg und dann gibt es den Phenomenal Vorarm. Ne, Helluva Kick gegen. Okay, jetzt kommt der Vorarm und Styles hat gewonnen. Jo. AJ Styles gegen Kevin Owens. Fuck yes. Macht auch Sinn, er ist ja eigentlich auch der Top Guy von SmackDown, so vom Standing her, AJ Styles. Und deswegen ist das schon sinnvoll, dass er hier gewinnt. Und auch das Match gegen Owens, denn Owens wird ja gegen Jericho klar als Sieger hervorgehen. Auf das freue ich mich extrem. Weil das kann Gold werden. Beziehungsweise das wird auf jeden Fall nicht scheiße. Nee, also wenn du einen Owens und einen Styles in den Ring stellst und die 15 Minuten Zeit bekommen oder so, mindestens 4 Sterne wird das Match dann haben, ey. Ohne Scheiß. Das war... ja, epischer Fail gerade. Das war's dann wohl mit SmackDown und generell mit dem Superstar Shake-Up. Ich hoffe, euch haben meine Reactions hier gefallen. Und ihr findet hier jetzt nochmal, wenn ich es nicht vergessen sollte, eine Abstimmung, ob ich dieses Format, sag ich mal, Reactions oder Live-Reactions nennen soll in der Zukunft. Denn einmal gegen Live-Reactions würde sprechen, dass die Show halt... Also es ist eine Interpretationssache. Ich gucke die Show halt nicht live in den meisten Fällen. Deswegen könnte man sagen, wäre es nur eine Reaction. Aber wenn man es dann anders interpretiert, denn so habe ich es immer interpretiert, halt, dass ich das halt meine Reaktion, die ich live in dem Moment habe, wo ich das gerade gucke, so habe ich das halt Live-Reaction interpretiert. Also stimmt einfach mal ab, ob ich Reaction oder Live-Reaction in den Titel schreiben soll. Ist eigentlich auch scheißegal, aber macht das einfach. Und dann sehen wir uns mal beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.